Hallihallo, hallöle, herzlich willkommen auf dem Muddy Life Kanal. Es gibt eine Weltneuheit. EcoFlow hat was Neues am Start und das will ich euch heute vorstellen. Und zwar einen Kühlschrank mit dem Namen Glacier. EcoFlow Glacier ist quasi gerade frisch raus und es ist nicht einfach nur ein Kühlschrank. Es ist halt etwas Innovatives, was Neues und da bin ich genau der Richtige und ich will es euch heute zeigen und vor allen Dingen auch testen. Ich würde sagen, let's go, der Hase. Um euch das Ding aber gut vorführen zu können und zeigen zu können an allen mit den Features, werde ich es jetzt darunter stellen. Und wir machen gleich am Anfang den Gewichtstest. Kann ich alleine das Ding heben und tragen? Leer. Also da ist jetzt noch nichts drin. So. Und ich sag dir, wie es ist. Ja, kann man. Das Ding wiegt rund 23 Kilo. Wir stellen das jetzt hier runter. Weil von hier aus kann ich halt auch besser zeigen, wie es drin aussieht und so weiter. Ich habe gerade gemerkt, das kannst du easy heben. Aber es gibt eine Möglichkeit. Und zwar hier draußen kann man noch Griffe anbringen und unten drunter Rollen packen. Dann kannst du es ausziehen und wie ein Trolley tragen. Die habe ich noch nicht, die bekomme ich erst noch. Nichtsdestotrotz finde ich schon mal gut, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. So, bevor wir jetzt die Tests durchführen, einmal ganz kurz die technischen Feature, die ich ziemlich geil finde. Zum einen, bevor wir ins Hauptfach gehen, haben wir hier draußen einen Eiswürfelmaker. Ja, jetzt könnte man sagen, naja gut, ganz schön drüber. Aber warum drüber? Ich finde es geil. Und laut Herstellerangabe dauert es nur 12 Minuten bzw. 12 bis 15 Minuten, bis du fertige Eiswürfel hast. Das werden wir gleich testen, definitiv. Dazu füllt man hier einfach nur Wasser rein, hat hier eine Vorrichtung, wo man einfach drauf drückt. Dann gibt es hier so einen Boost-Knopf, einmal für Eiswürfel und dann geht das los. Ob das so easy funktioniert und ob wirklich bis 12 Minuten dauert, das kriegen wir raus. Zum anderen ist hier drin ein Eisfach und ein normales Fach. Und diese beiden Fächer kann man trennen oder halt auch nicht. Und hier oben ist es nochmal gut gezeigt. Ein friendly reminder. Also von der Sache her, sagst du, hey, ich will lieber ein großes Fach, brauche halt viel Stauraum für meine ganzen Sachen, Käse, Schinken und so weiter. Dann nimmst du einfach das Ding hier raus. Und der Hersteller sagt auch, das kann man wunderbar als Schneidebrett nehmen. Tatsächlich ist es genau dafür gedacht. Und wenn du es nicht brauchst, du sagst, ich hätte ja ein großes Fach. Fertig. Zack. Also die Platte ist quasi nicht im Weg. Das kann man auch wunderbar rausnehmen. Das ist der Vorteil hier. Zum Beispiel sagst du, okay, ich fülle mir das vorher voll und tue das dann hier rein. Man kann es aber auch rausnehmen. Innen drin befindet sich ein Ablassventil, was ganz wichtig ist. Und zwar hier unten, guck mal Max, da kannst du rausziehen. Und wenn sich zum Beispiel Kondensat bildet oder es schmilzt irgendwas, dann kannst du es einfach laufen lassen und es läuft hier unten einfach raus. Weil hier unten, ich kann meine Hand sehen. Hier, meine Hand. So. Machst den Stöpsel wieder rein. Also quasi wie bei der Badewanne, nur ohne Ablauf. So. Das erstmal zu den grundlegenden Features. Aber es gibt eine ganz wichtige Besonderheit. Und zwar, komm mal rum, muss ich dir zeigen. Das ganze Ding hier funktioniert einfach mit einem Akku. Das ist der Akku. Und wenn du sagst, ey, ich will den nicht an Strom anschließen, weil das geht nämlich auch, sage ich mir, pass auf, ich organisiere mir einfach noch einen Wechselakku. Also, hier siehst du halt die Anzeige, wie voll der ist. Geladen wird mit USB-C. Ganz easy, das ist hier der Rausknopf, so, ne? Easy peasy. Machst die Klappe zu und jetzt funktioniert der schon. Jetzt ist der quasi ready for takeoff. Das ist geil. Das heißt, das Ding kannst du einfach mitnehmen, einfach in den Kofferraum schmeißen oder wenn du irgendwo sagst, wir machen heute eine Strandparty, ich will aber Eiswürfeln und ich will eisgekühlte Getränke beziehungsweise mein Fleisch oder mein Dip darf nicht schlecht werden. Dann kannst du das Ding einfach nehmen, zack, bringst es runter zum Strand und brauchst halt keinen Stromanschluss. Das ist doch geil. Und wenn du sagst, na, also ich habe getestet, gleich vorneweg, ich habe den Akku laufen lassen, eine ganze Nacht lang. Und hatte den Kühlschrank auf 0 Grad und das Gefrierfach auf minus 18 Grad. Das schafft er. Minus 18 Grad. Also das ist wie zu Hause, diese große Gefrierkombi. Habe ich getestet. Gute 24 Stunden läuft er komplett durch. Easy. Hält der Akku. Und das ist krass. Also 24 Stunden, dieser kleine Akku, dieses Riesenteil hier. Mega. Total geil. Und wenn du sagst, hey, pass auf, ich brauche aber mehr Zeit, nimm dir einfach einen Wechselakku mit. Aber, und da kommen wir zu dem nächsten Feature, EcoFlow macht ja auch Powerbatterien. Nimmst du dir einfach hier so eine Powerbatterie mit, zack, kannst es einfach mit einem normalen Stromkabel anschließen, dazu hast du hier draußen hier einen Schluss, so, zack, kannst mit einem ganz normalen Zigarettenanzünder, was du in den meisten Fällen auch bei so einer EcoFlow dabei hast, hier zum Beispiel, dann steckst du das hier rein und speist das Ding damit. Und jetzt kommt's, der Anschluss hier vorne ist genau der gleiche wie bei den Solarpanels von EcoFlow. Das heißt also, du kannst das Ding einfach, wenn du irgendwo am Strand stehst, ein Panel ausbreiten, steckst es rein und lässt es die ganze Zeit über Solar aufladen. Funktioniert aber nur, wenn der Akku drin ist.
Hey, wie geil ist das? Ist schon gut durchdacht, ne? Ja. Ist einfach diese Weiterentwicklung von diesen Freibad-Kühlboxen, die nicht richtig kühl halten. Exakt. Und wir reden hier von minus 18 Grad. So. Und ob das auch wirklich stimmt und ob man die Seiten auch wirklich trennen kann und ob da wirklich zwei verschiedene Klimazonen entstehen, das testen wir auch noch. Kommt noch. So, und dann hast du hier ein ganz normales Netzteil. So wie man es halt kennt. Damit kannst du es auch einfach anschließen. Zu Hause an die Steckdose. Warte. Hier. 230 Volt. Angeschlossen. Den Stecker rein. Bupp. Fertig. Das funktioniert auch ohne Akku. Da kannst du den Akku rausnehmen und kannst einfach über die Steckdose laufen lassen. Hä? Zum Beispiel, du hast eine Hütte irgendwo in Schweden. Sagst, aber teure Elektrik, ich will das mobil haben. Falls man mir die Hütte einbricht, kann ich das Ding einfach wieder in den Kofferraum packen und kann es zu Hause weiterverwenden. Oder im Auto. Wie auf so einer Tour oder so. Ich feiere das übelst. Total geil. So, das jetzt mal kurz zu den technischen Daten. Jetzt will ich mal gucken, was der Kühlschrank überhaupt an Strom frisst. Weil dazu haben wir hier die Delta 2. Die hat hier vorne ein Display und da kann man nochmal gut sehen, was die Teile für Strom fressen. Wir machen das Ding mal an. Zack. Ne? Da. Den machen wir hier rein. Zack, die Bohne. Jetzt schmeißen wir das Gerät mal an. Achtung. Ja. Hülü. Bing. Und das Ding läuft. So, jetzt hört man. Müsste hier auch langsam. Warte, da muss ich jetzt mal einschalten. Und zwar jetzt. Ist der überhaupt an? Jetzt an. Und jetzt müsst ihr dir auch gleich anzeigen. Ich nehme mal den Akku raus, weil er soll ja nicht die Kraft vom Akku ziehen, sondern er soll. Ich wollte gerade sagen, der geht doch bestimmt erst auf den Akku. Genau, ne? Deshalb, jetzt ist der Akku raus. Und jetzt müsst ihr dir auch gleich anzeigen, was er braucht. Da steht es. 19, 20, 33. Jetzt, wenn er, jetzt geht er hoch. Ja. Jetzt geht er hoch. Wir warten mal auf den Spitzenwert. Was meinst du? Ach, nicht mehr als 70. Niemals. Ne, 64 ist wieder runtergegangen. Ja, und das Ding ist halt, ne, er braucht so, ja am Anfang. So knappe, also durchschnittlich 60. Würde genau, ich und er braucht am Anfang halt viel Watt oder beziehungsweise viel Strom, weil er natürlich erstmal anfangen muss, das zu erreichen, was du von ihm forderst. Was hast du denn jetzt eingestellt für eine Temperatur? Komm mal her, ich zeig das mal. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig mit der Sonne. Ich versuche das mal so ein bisschen abzublenden hier. Und zwar, jetzt siehst du auch, guck mal da oben. Wir haben noch keinen Winkel. Genau, da ist ein Symbol für, wir sind jetzt am Netz dran. So, jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Wir können hier vorne die Temperatur einstellen. Einmal auf die Temperatur drücken und dann fragt er dich, wie viel hättest du gerne? Und sag ich, naja, hier, auf jeden Fall, warte, minus 18, oh, es geht minus 19, minus 20. 20? Wie weit geht das? Das wusste ich nicht. Minus 25 Grad, ich hab voll Scheiße erzählt. Minus 25 Grad. Und das Krasse ist auch, und das finde ich halt echt ultra spannend, der erkennt, und das macht er nämlich gerade, er erkennt, die Platte ist gar nicht drin. Also sagt er, nur eine Temperatur kann man einstellen. Jetzt sage ich mir aber so, nee, lass mal bitte, Kollege, ich möchte gerne zwei Seiten haben. Achte mal auf das Geräusch, warte. Jetzt sagt er dir, jetzt erkannt und jetzt das sind hat, zwei. Ja, jetzt hat er zwei. Jetzt nimmt er das rechte, minus 18 bzw. minus 25 Grad. Und jetzt machen wir nochmal Temperatur. Und dann siehst du schon, jetzt sagt er dir, okay, alles klar. Und hier sagen wir, nochmal 1 Grad, ne? Oder 2 Grad. Genau, was hat zu Hause der Kühlschrank? 3 Grad. Ja. Ja, machen wir 3 Grad. Warte, pass auf. 3 Grad. Und auf der anderen Seite, bei dem kleinen Fach, sind wir bei minus 25 und hier haben wir 3 Grad. Naja, wir lassen ihn mal machen. So. Cool. Schauen wir mal kurz, was hier abgeht. Er ist locker gerade bei 52 Watt. Also geil. Und das Schöne ist auch, mit der Kapazität, was das Ding hat, würde der jetzt 14 Stunden laufen. Plus die 25 Stunden von dem Akku. Von dem Akku. Ja. Easy. Das ist ja die kleine Variante. Es gibt ja auch noch größere Varianten. So. Aber das war jetzt erstmal nur, um die technischen Daten mal zu zeigen, was er frisst und so weiter. Ich ziehe das jetzt wieder raus. Warte, einmal. Ich will das einmal zeigen. Geräuschtechnisch. Ja, ist halt wie ein Lüfter, ne? Also wenn ich direkt an den Lüfter gehe, hört man es ein bisschen, ja. Also es ist halt wirklich nicht störend. Genau. So, und laut Hersteller sagt er auch, dass die großen Fächer auch innerhalb von einer Viertelstunde auf Temperatur sind. Aber das ist schon eine gute Ansage. Das ist eine Ansage, ja. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Jetzt ziehen wir das mal wieder raus und ich will mal nur den Akku laufen lassen. Ja, weil ich wissen will, ob er auch einen Eiswürfel damit schafft und so weiter. Ich ziehe, warte mal, erstmal mache ich den Akku rein hinten. So, der ist jetzt drinne. Klappe zu. Den ziehe ich wieder raus. Jetzt müsste rein theoretisch der Akku anspringen. Ups. Müsste eigentlich über den Akku laufen. Ja, guck mal, ich glaube, das, was man gerade gehört hat, das war das Netzteil, oder? Oder ist der ausgegangen? Jetzt? Nee, ich glaube, der ist jetzt aus. Ja, der ist ausgegangen. Ah, ja, okay, der ist ausgegangen. Jetzt schalten wir ihn an, weil er weiß, okay, alles klar, ich soll über den Akku gehen. Mache ich es, kein Problem. So. Der Akku hat 99%. Wir haben jetzt aktuell 12 Grad rechts und 10 Grad links. Und laut unserer Einstellung, die wir jetzt hier nochmal sehen, haben wir minus 18. Warte mal, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das waren minus 18, ne? Genau, und jetzt, wenn ich nochmal einmal rübergehe, machen wir mal, ich will richtig voll Ballett. Okay, von minus 25. Hast du den anderen verstellt? Nein, der andere ist nicht verstellt. So. Der andere ist nur
haben wir gesagt, 0 Grad. Ach so, ja, ja, ja. Alles gut. So, okay. Damit ist das Ding erstmal voreingestellt. Aber, und das finde ich halt bemerkenswert und das soll angeblich funktionieren, füllst du hier jetzt einfach Wasser rein, da hast du eine Fülllinie, da siehst du das, da ist halt so eine Anzeige drin, maximal. Und dann soll angeblich in weniger als 12 Minuten du hier halt Eiswürfel haben. Und ob das funktioniert, das kriegen wir jetzt raus. Ganz wichtig ist natürlich Trinkwasser nehmen, weil wir wollen natürlich die Eiswürfel auch verwenden. So, und dann gibst du jetzt hier einfach Wasser drauf. Komisches Gefühl, sag ich dir, wie es ist. Ich habe noch nie in den Kühlschrank Wasser gekippt. Genau, diese kleinen Düsen, die man da sieht. Um den herum bildet sich dann quasi, der Eiswürfel. So, warte mal, ich mach mal Maxi, okay? Ja, mach komplett voll. So, zack. Jetzt haben wir genau auf Max. Dann machen wir das wieder zu. Und dann ist es nur ein Knopf. So, hier, das ist das Zeichen für Eiswürfel. Dann machen wir hier, dass man was sieht. So, Achtung und gib ihm. Jetzt kommt hier so eine Anzeige. Guck mal, die bewegen sich. Nein, das ist das Wasser, was sich bewegt. Ach so. So, jetzt pass auf, jetzt geht da volle Bude los. 11 Minuten. Kann man das erkennen? Zeig dir den Countdown an, wenn die fertig sind. Ja, genau. Und der macht dir auch, der sagt doch Bescheid, wenn es fertig ist. Jetzt kommt noch ein Feature dazu, und zwar haben die sich natürlich überlegt, okay, jetzt hast du da Eiswürfel um diesen metallenen Puppel drumherum. Ja, aber jeder weiß, Eiswürfel backen fest. Also gibt es eine Extra-Taste, und zwar diese hier. Da drückst du dann drauf, beziehungsweise mach das im ersten Schritt alleine, aber du kannst nochmal raufdrücken und aus den Düsen kommt Luft, damit der Eiswürfel der Eject-Button. Damit der sich quasi löst, der Eiswürfel. Und dann nimmst du bloß das Gefäß raus, kippst die Eiswürfel aus, fertig. Wir haben jetzt 11 Minuten. Wir stellen mal einen Zeitraffer auf und gucken mal, ob das tatsächlich funktioniert. Ich bin gespannt. Sehr, sehr geil. So, letzte Minute läuft. Wunderbar zu erkennen. Steht alles da. Ich mache nochmal hier Schatten. Ja, sieht man. Super. Das heißt, jeden Augenblick sollte das Geräusch kommen für Ready for Takeoff. Jetzt geht's los. Jetzt noch 30 Sekunden. Jetzt fängt er nämlich an, das, was ich meinte, jetzt sprudelt da nämlich Wasser rein in diese Düsen. Jetzt sieht man auch, das wabbelt so ein bisschen. Da kommen jetzt leicht Blubberblasen raus und dann siehst du halt, damit lösen sich die Eiswürfel von diesen Kontakten. 2 Sekunden, 1 Sekunde und er sagt, er ist ready. Bing! Okay, wollen wir? Sieht eklig, ich hab gespaced. Ja, oder? Ich mach mal auf. Achtung! Okay, ich mache nochmal diese Düsengeschichte. Ich will das nochmal sehen, ob man da was sieht. Hörst du das? Ja, jetzt siehst du auch überall diese kleinen Bläschen aufsteigen. Siehst du das? Mhm. Geil. Wie so ein Ultraschallbad. Ja, genau. Noch 15 Sekunden, dann hat er mir einmal komplett durch den Prozess. 3, 2, 1. Okay, gut. Damit ist der Prozess fertig und ich nehme das jetzt einfach mal raus. Ach geil, mit so einem... Ja, pass auf. Ja, da ist das Ding. Warte, ich nehme es mal zur Seite, damit wir hier alles vollsauen. Bisschen Wasser ablaufen lassen. Ja. Okay. So, fertig. Da sind jetzt die Eiswürfel. Boah, ist das kalt. So, jetzt pass auf. Ja. Ne, sind alle lose. Machst du einmal so. Übrigens, es ist auch eine Schippe mit beigelegt. Also, Schippe ist jetzt übertrieben, aber so ein... Schäufelchen. Ja, so ein Schäufelchen. Kannst jetzt auch lustig die Hände nehmen. Kannst auch so machen. Ups, einer ist schon verloren gegangen. Oh, noch einer. Aber was ich jetzt auch noch geil finde, pass auf, bleib mal hier. Ja. Die haben auch wieder mitgedacht. Hier an der Seite ist ein Loch. Siehst du das? Ah, kannst du rausschütteln, klar. Machst du so? Ups, einer ist raus. Zack, bumm. Okay. Fertig. Und schon hast du Eiswürfel. Hä, wie geil ist das bitte, ey? Hä? Kannte ich so noch nicht. Aber da ist jetzt ja genug noch Wasser drin, um... Pass auf, das will ich gerade gucken. Jetzt guck mal auf die Füllstand. Wir haben ja auf Maxi gemacht. Es ist ein Strich genau weg. Das heißt, man hat 4 oder 3? Ist das jetzt eine Spiegelung? Warte mal, 1, 2, 3. Warte mal. 1, 2, 3 Mal. Dreimal, das heißt, du hast 3 Ladungen dann. 3 Ladungen davon, also plus die beiden, die runtergefallen sind. Ah, wie viele? Boah, sind das 3 mal 2, 4, 6. 3 mal 6... Martin? 18, 3 mal 6, 2 mal 3. Martin? 18. Nicht? Ja, okay. Oh Mann, warte, kriegst du mich komplett mit. So, jetzt kommt aber noch eine Besonderheit dazu. Sagst du, pass auf, oh, da kommt Regen, da kommt schlechtes Wetter. Wir müssen das jetzt wieder alles ablassen, das Wasser muss da raus. Weil wenn du das jetzt so losträgst, dann schwappst du halt alles über. Auch da haben wir natürlich mitgedacht. Und zwar ist hier an der Seite eine kleine Klappe mit einem Schlauch. Dann ziehst du einfach den Schlauch ab, kleiner Tipp, einfach festhalten. Steckst es da wieder rein
Und das Wasser, was da oben drin ist, läuft einfach wieder in die Flasche. Somit vergeudest du keinen Tropfen Wasser. Kannst wieder trinken. Und kannst es wieder trinken. Dann siehst du halt, wie es da oben weniger wird. Und hier läuft einfach alles in die Flasche. Also hast du auch nicht das Problem, dass dir das Wasser halt überschwappt oder wenn du es transportierst, sondern lässt es einfach wieder in die Flasche ab. Du kannst einfach auch rauslaufen lassen, wenn du sagst, ich habe genug Wasser, dann lässt es einfach runtersackern, fertig. Nur zu Hause würde ich es nicht machen. Oder im Auto. Aber wir brauchen das Wasser noch, denn wir haben noch einen Test vor. Also in 12 Minuten Eiswürfel, das ist schon geil. Da wartet man schon mal nochmal auf einen Gin Tonic oder so, oder? Oder auf eine schöne... Nee, nicht mal, das hast du in deinem Halt-Kühlschrank zu Hause. Nicht. Aber ja klar. Das dauert aber länger als 12 Minuten. Wenn ich da, ja, wenn ich in mein Gefrierfach Eiswürfel stelle, das dauert ewig. Ja, nein, es gibt ja diese Eiswürfelmaker daran, an den Hightech. Aber ich rede von einem normalen. Ja, ja, da dauert das länger. Und das Teil ist einfach to go. Das ist einfach der Hightech-Kühlschrank to go. Ja. Ohne Scheiß. Also jetzt für einen Single-Haushalt kannst du das Teil in die Wohnung stellen. Stimmt. So, oder so hier Studentenbuden. Ja, safe. So, guck mal. Jetzt ist auch alles raus. Zack. Hat aufgehört zu tröpfeln hier. Steckst es wieder drauf. So, fertig, machst du wieder zu. Wasser hast du wieder zurück. Guck mal, wie wenig Wasser wir. Ich habe noch einen Schluck getrunken, wie wenig Wasser wir gebraucht haben für die paar Eiswürfel. Geil. So, finde ich schon mal sehr innovativ, finde ich schon sehr, sehr fancy. Jetzt gucken wir mal, wie der Status quo aussieht da drin, von der Temperatur. Mich einfach würde mal der Akku interessieren. Akku bei 89%? Also knapp genau 10% verloren, ja. Man muss aber dazu sagen, er versucht die ganze Zeit auch die ganzen Kammern halt, ne, kalt zu machen. Ja, also stimmt, die ballern ja auch trotzdem noch. Wir haben jetzt 4 Grad auf der rechten Seite und 10 Grad auf der linken Seite. Gut? Ja. Sehr schön. So, jetzt habe ich mir überlegt, weil man kann natürlich erzählen, ja, okay, das sind halt 2 Kammern, aber sind es wirklich 2 Kammern? Und dazu werden wir jetzt 2 Schälchen da reinstellen mit Lebensmittelfarbe und stellen 2 GoPros rein. Und dann gucken wir mal am Zeitraffer, ob wirklich nur eine Schale gefriert oder ob beide Schalen gefrieren. Weil ansonsten bringt mir das ja gar nichts, ne? Weil dann, gut, dann kann ich auch das Ding hier rausnehmen und lassen. Und das machen wir jetzt. Das probieren wir jetzt aus. Das heißt, wir nehmen uns hier 2 Schalen aus Glas, machen hier so Probeschälchen, füllen die einmal mit Wasser, ungefähr gleich viel, ja, das ist gleich viel, dann machen wir einmal grüne Farbe. Warum machen wir da Lebensmittelfarbe ran, Max? Damit man besser den Gefrierzustand erkennt. Exakt, damit man halt im Kontrast besser die Farbe erkennt. Grün steht für Tiefkühler und Gelb steht für Normalkühlschrank. So, die beiden Schalen stellen wir jetzt in den Kühlschrank und gucken mal, ob wir da raus 2 verschiedene Zustände kriegen. Hier einmal grün. Zack. So sieht das aus. Jetzt stellen wir noch ein paar GoPros rein und dann gucken wir mal, ob der das hinkriegt, die Kühlbox. Weil das ist ja schon wichtig, ne? Aber bis jetzt, geiles Ding. Hab mich schon ein bisschen verliebt. So, Versuchsaufbau steht. GoPros sind jetzt quasi positioniert auf beide Schalen, einmal rechts, einmal links. Und jetzt lassen wir mal laufen. Und wir gucken mal schnell auf den Status. Wir haben schon -6 auf der einen Seite. Oh, da hat er mal einen guten Sprung jetzt gemacht. Und 4 auf der anderen Seite. Das heißt, rein von der Theorie her, wir können ja mal hier, einfach nur um sicher zu gehen, machen wir mal hier. Ne, nicht, wir machen -25, genau. Und auf der anderen Seite machen wir mal plus gerade. Wir machen mal wie zu Hause. 4 Grad hat ein normaler Kühlschrank. Okay? Das heißt, er hat eigentlich schon seine Temperatur erreicht. Jetzt ist die Frage, kühlt die andere Seite mit runter und gefriert? Weil das wäre nämlich nicht gut für die Lebensmittel, weißt du? Es gibt ja auch Lebensmittel, die nicht gefrieren sollten. Keine Ahnung. Eine Cola-Dose zum Beispiel, da macht die nämlich... Ja, das stimmt. So, aber -6 auf der einen Seite, 2 Grad auf der anderen Seite. Wir lassen den jetzt einfach mal ein bisschen Zeit und melden uns zurück, wenn wir ein Ergebnis haben. Timelapse in den GoPros laufen. Ich bin gespannt. So, bis gleich. So, kleines Zwischenfazit. Knappe 5 Minuten sind um und man erkennt ganz deutlich, machen wir mal hier Schatten, du sagst, wenn du siehst. Ja, sehr super. Wir haben -2 auf der linken Seite und -14 auf der anderen Seite. Und hier oben sind noch zwei Symbole. Kannst du die erkennen? Ja. Und zwar bedeuten die für dich, das Behältnis ist leer. Der eine sagt dir, ey, pass auf, du kannst gerade keine Eiswürfel machen, weil es ist kein Wasser drin. Smart. Was bedeutet das denn jetzt, dass auf der Seite, wo eigentlich 4 Grad sein sollten, -2 sind? Ja, das ist natürlich nicht so gut. Weil wir wollten ja gucken, ob die eine Seite quasi, ne, nicht gefriert. Untouched bleibt von... Ja, ja. Aber es ist halt auch schon... Also, das ist gerade bei -14 Grad. Also, dann -2 auf der anderen Seite. Wann machst du -14 Grad? Wir haben auf -25 gestellt. Das ist halt Extremtest, ne? Ja, ist ja auch ein Extremtest. Aber wir wollen halt natürlich, und das ist auch Money Life, wir haben halt auch einen Bildungsauftrag. Wir müssen hier auch einfach an die Grenzen gehen. Was hat ein normales Gefrierfach?
minus 18. Ja? Ja, also die guten Kühlschränke heute, also meiner zu Hause hat minus 18 und plus 3 hat er quasi auf der einen Seite. Okay. So. Also aber ist es doch schon realistisch, also wenn man es jetzt mit einem Haushaltskühlschrank vergleicht, wäre es ein realistisches Szenario. Genau. Wir sind jetzt bei minus 14 und minus 1. Okay, ein Grad wieder. Ja, das ist auch gut. Ich bin gespannt, was jetzt gleich rauskommt. Wir warten nochmal so 5 Minuten, weil angeblich soll ja nach 15 Minuten die Minustemperatur erreicht sein. Minus 15, ja. Gut, wir melden uns gleich nochmal zurück. Ich bin gespannt. Knappe 22 Minuten später, kann ich euch sagen, haben wir minus 21 auf der einen Seite und minus 1 auf der anderen Seite. Das heißt, die ist konstant da geblieben. Aber natürlich muss man dazu sagen, eigentlich hatten wir 3 Grad eingestellt oder 4 Grad sogar. Jetzt schauen wir mal, ob die beiden Probeschüsseln beide gefroren sind oder nur die eine. Moment, was sagt der Akku? Achso, der Akku sagt 75%. Hm? No. Ja. Aber ja, ist auch Höchstleistung. Das kann man auch nicht sagen. Okay, ich gucke rein und dann schauen wir mal. Ah! Spannend. Ich nehme mal die Kameras kurz raus. Max, man kann ganz deutlich sehen, die Seite ist gefroren und die ist nicht gefroren. Tatsache, da sieht man die Eiskristalle. Hä, wie geil. Und da? Nichts. Gar nichts. Das ist ja das Glas. Ist das das Glas unten? Ja, das ist das ja, Glas. Ja. Ich würde das mal kurz rausnehmen und ich würde dir nochmal einen Finger reinstecken. Ja, stell dir mal auf den Tisch. So. Pass auf. Achtung. Hier haben wir es definitiv gefroren. Kannst du fast... Na, aber... Das ist schon ordentlich. Für mehr als 20 Minuten und hier drüben nichts. Max, das bedeutet, diese Kammer, dieses einfache Brett, was du da reinschiebst. Wir können hiermit bestätigen, dieses Brettchen hier an der Seite sorgt wirklich dafür, dass es zwei Kammern sind. Das eine ist ein Gefrierfach und das andere nicht. Das heißt also, wir können dem wirklich glauben, was sie sagen. Minus 1, ja. Können wir ein bisschen meckern. Ist halt ein kleiner Punkt Abzug, aber grundlegend ist der Versuchsaufbau gewesen, gefriert die eine Sache und gefriert die andere Sache nicht. Und genau das ist passiert. Geil. Fazit zum EcoFlow Glacier. Ich sag euch, wie es ist. Wenn du Bock drauf hast und da einfach sagst, ja, das fühle ich, das ist geil. Zugriff. Link ist in der Beschreibung und ich wäre nicht Survival Martin, wenn es für euch nicht noch einen Code geben würde. Code ist auch mit in der Beschreibung. Also, reingehen, abchecken, ausprobieren. Beziehungsweise Zugriff, wenn ihr Bock darauf haben solltet. Und nicht vergessen, den Code benutzen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich finde das Ding geil. Es macht Eiswürfel, es hat 2 verschiedene Kammern. Man kann es mit einem Akku betreiben. Und es tut genau das, was es soll. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. So, weil man hat euch lieb. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.